Das Praktikum hat mir vor allem für die Entscheidung meines Masterstudiums geholfen und auch die Entscheidung, eventuell später im deutsch-französischen Bereich zu arbeiten. Hallo, ich bin Max, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Aktuell mache ich gerade ein Praktikum für 6 Monate bei der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer in Paris. Ich arbeite in der Abteilung Umwelt. Grob gesagt ist das alles, was den Abfall von Unternehmen anbelangt. Ich recherchiere zum Beispiel für europäische Umweltgesetze und helfe bei der Organisation von Webinaren. Mein Name ist Jennifer Baumann. Ich bin stellvertretende Abteilungsleiterin des Bereichs Umwelt bei uns in der Kammer und ich betreue Max während seines Praktikums bei uns. Wir stellen ihm gemeinsam unsere Projekte vor, die wir mit ihm durchgehen möchten, geben ihm eine kurze Einleitung, wie wir da vorgehen. Und dann lassen wir ihm seine Zeit ein bisschen frei einteilen und gucken, wie er zurechtkommt, was er findet. Und im Anschluss machen wir dann natürlich einen Debrief und gehen das Ganze nochmal zusammen durch. Ziel meines Praktikums war es vor allem, Berufserfahrung in Frankreich zwischen meinem Bachelor und meinem Master zu sammeln. Und warum genau in der Kammer? Also einerseits gefällt mir der Umweltaspekt der Kammer sehr gut, weil ich mich im Bereich Umwelt für meinen Master spezialisiere. Und auch die Bikulturalität der Kammer gefällt mir sehr gut. Wir sind ein bunt gemischtes Team, sowohl französische Mitarbeiter als auch deutsche Mitarbeiter, Muttersprachler oder Nicht-Muttersprachler. Und dann ist es halt schon so, dass wir in unseren Team-Meetings vielleicht in der einen Sprache anfangen, entweder in Deutsch oder auf Französisch. Und dann merken wir vielleicht, oh, der eine oder andere hat es nicht verstanden. Dann switchen wir halt einfach mal schnell um in die andere Sprache. Dans le fonctionnement, c'est plutôt au niveau des horaires, je dirais, que nous sommes très différents. Donc, nous avons souvent des clients qui, à 10 heures du matin, quand on vient d'arriver, ont déjà envoyé 3 mails, ont déjà appelé 4 fois et sont étonnés qu'ils n'ont toujours pas de réponse. Donc bah, je leur dis, hier sind wir in Frankreich. Ich würde Praxis weiterempfehlen, weil ich während des ganzen Praktikums begleitet werde. Und zweitens ist, ich schätze an Praxis sehr, dass ich immer Unterstützung bekomme, egal wenn es Probleme gibt, wird mir geholfen.